Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute möchte ich mal mit euch darüber reden, was für Sachen es als Repro gibt, die es in echt gar nicht so gab oder garantiert nicht als Massenfertigung. Los geht's. Das erste, womit wir heute anfangen, ist was ganz Leichtes und was ganz Kurioses. SS-tarnfarbende Brotbeutel und Ausrüstungsgegenstände. Man bekommt bei eBay als Beispiel von diversen Herstellern aus China Erbsentarn, Platanentarn, Palmentarn, Rauchtarn, habe ich glaube ich auch gesehen, auf jeden Fall Eichentarn, Herbst und Sommer, Brotbeutel, Gamaschen, Magazintaschen. Und das ist halt der größte Quatsch, den ich je gesehen habe. Bestimmt gibt es Einzelfälle, wo es die gab. Das kenne keine. Ich kenne einen Einzelfall von einer MP40-Tasche, die aus dem Krieg wohl sein soll, in Splittertarnstoff. Aber kein Brotbeutel aus SS-Tarnstoff. Deswegen, es ist so, selbst wenn es das gab, ich kenne keinerlei Überlieferung dazu. Es wurde garantiert nicht regulär gefertigt. Und deshalb ist es auch nicht wirklich lohnenswert, sowas als Repro in Massen zu produzieren, lieber Chinese. Ich weiß nicht, wer du bist, der das produziert. Du wirst mich garantiert auch nicht kennen und mich nicht verstehen können. Aber das ist so ein Quatsch, den finde ich lustig und ich hätte fast, oder beziehungsweise werde ich vielleicht sogar eins von den Dingern kaufen und dazu ein dummes Special machen. Mal sehen. So, was kommt jetzt? Es geht um Leibertan. Leibertan, wir wissen alle, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Leibertan wurde in meines Wissens zwei Ausrüstungsgegenständen hergestellt. Beziehungsweise zwei Uniformstücken. Eine Hose und eine M44-Stil-Bluse. Trotzdem gibt es Repro-Hersteller, die Mützen, Helmbezüge und M43-Blusen in dem Ding produzieren. Namentlich bekanntlicherweise Military Harbor. Und viel geiler finde ich, sie produzieren das Zeug, hauen das raus und es gibt Leute, die das kaufen und es unironisch tragen und weil sie es nicht besser wissen, weil man sich manchmal auch nicht informiert. Weil, kleiner Tipp, wenn ihr etwas kaufen wollt, und nicht sicher sein, ob es gibt, guckt es nach. Das ist meistens nicht mehr als 1-2 Minuten googeln. Wenn ihr es dann nicht findet, ist schon okay. Und vor allem bei Leibertan finde ich es geil, dass das Muster meistens ganz oft mit dem Schweizer Ding aus den, ich glaube, 50er, 60er vertauscht. Hat eine bestimmte Bezeichnung. Vielleicht blende ich sie ein, vielleicht auch nicht. Ich habe sie nicht im Kopf. Aber, alter Schwede, Leibertan. So viel Schrott, den es da gibt. Uff. Als nächstes hätten wir etwas, was ich ebenfalls sehr lustig lächerlich finde. Es ist eine Panzerbluse aus Tropenstoff. Nur mal so zur Info. Panzermänner in den Tropen, also in Afrika oder als auch an der Südfront, trugen dieselben Tropenklamotten wie alle anderen. Nur manchmal mit so Schädelchen drauf. Ihr wisst schon, die Panzerschädel am Kragen. Sie bekamen keine spezifische Uniform. Ich habe das nachgesehen. Wenn ihr jetzt einen Nachweis findet, schön, aber ganz ehrlich, wenn es die gegeben hätte, hätte ich die auch mit meinen 3-7 Minuten googeln finden können. Nein, Spaß am Rande, ich habe wirklich nachgeguckt. Die gab es nicht. Und trotzdem gibt es, wieder unser altbeliebter Kerl, Military Harbor, die sowas reproduzieren, was ich halt lustig finde, weil es ist irgendwo sinnhaft, dass es sowas gegeben haben hätte könnte, aber es gibt keinen Nachweis, dass es sowas gegeben hat. Es ist jetzt nicht so wie ein Schiffchen für Panzergrenadiere, wo ich zwei Originalstücke finden konnte, die es gab. Und hätten sie übrigens auch auf die Liste geschafft. Die auch nicht aussehen, als wären sie nachträglich. Also von eins nicht aus, als wäre es nicht nachträglich bearbeitet worden. Das andere sieht leider so aus. Aber es ist etwas, wofür es keinen Nachweis gibt. Kein Nachweis auf Fotos, kein Nachweis im Sinne von Überlebensstücken, kein Nachweis im Sinne von Bezeichnung, Schriftlichem. Und ja, zu fast allem gibt es Schriftliches. Ja, ob es ein Soldbucheintrag ist, ob es Anforderungen für XY ist, da gibt es Schriftliches. Da gibt es Quellen, wo man nachgucken kann. Und die einfachsten sind meistens Fotos und überlebende Stücke. Jetzt kommen wir zu etwas, was wieder die Stroma-Jungs betrifft. Erbsentarn, Helmbezüge. Es gab Helmbezüge wohl aus Erbsentarnstoff, die im Felde gefertigt worden sind. Aber von Seiten der Versorgung gab es technisch gesehen keine. Deshalb sind die man als Repro kriegt, die typisch klischeehaft nach dem generellen Erbsentarnmuster sind, meistens auch nach diesem typischen Mustern, die es für die 1-2 verschiedenen SS-Helm-Tarnbezugsversionen gibt, gefertigt. Quatsch. Das sind, wenn es gab, Eigenanfertigung gewesen und deshalb nicht wirklich passend fürs Reenactment. Tatsächlich ist meines Wissens beim Erbsentarn meistens in Kombination, wenn ein Helmbezug getragen wurde, Eichentarn getragen worden. Weil das gab es wirklich als Helmbezug in Massen. Das ist ja meines Wissens sogar die häufigst produzierte SS-Tarnversion Eichentarn. Naja, kommen wir zum nächsten Teil. So. Kommen wir als letzten Punkt erstmal auf etwas, was wieder die Stromermänner betrifft. Es ist nämlich
eine Palmtarn-Zeltbahn. Palmtarn ist meines Wissens das einzige Tarn von der Waffen-SS, was nicht zu einer Zeltbahn umgearbeitet wurde, wo es keinerlei Nachweise für eine Produktion einer Zeltbahn in diesem Tarn gab. Und trotzdem gibt's das als Repro. Und ich finde es ultra lustig. Weil es bestimmt ein, zwei nicht wirklich sich informierende SS-Darsteller gibt, die mit dem Ding unironisch rumrennen. Dabei kriege ich irgendwie das Kichern. Und ich habe mir mal überlegt, mir selber das für mein Setup im Hintergrund zu holen. Weil ich es für ein verkacktes Meme halte. Eine fucking Palmtarn-Zeltbahn. Weil das gab's meines Wissens nur als Helmbezug und halt als Schlupfhemd. Und ich glaube Handschuhe? Bin mir nicht sicher. Bin ich so tief drin in SS-Tarn-Sachen im Sinne von Kleinkrams. Na, das wär's für heute. Das war jetzt so eine kleine Liste, die ich mir dachte, die ich spontan aufnehme, weil ich eine Menge in letzter Zeit gesehen habe, was ist ein Quatsch, was es gar nicht gab. Und denkt dran, bei 1000 Abonnenten gibt es den großen Stream mit einer kleinen Verlosung dabei von irgendwas Lustigem, vielleicht sogar irgendwas Buntem, oder einer Feldbluse oder sonst was. Mal gucken. Auf jeden Fall so ein kleines Dankeschön an euch als Community, weil ihr seid klasse. Ich bin froh über jeden neuen Abonnenten, den wir haben und jeden, der aktiv in der Community mit dabei ist und ein bisschen unter den Kommentaren diskutiert. Wie auch mal bei Insta schreibt, mit dem man sich dann austauscht, das ist immer schön. Oder Leuten, die ich auch ins Hobby helfen kann, finde ich auch immer toll. Also, das wär's für heute von Teil Filmwerke. Out. Wir sehen uns im nächsten Video.